Verehrte Ehrengäste, meine lieben Freunde der Franken, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle in einem ganz wichtigen Teil unseres Freistaats Bayern, in Franken, im gelobten Land. Herzlich willkommen. Franken, das ist für einen Ministerpräsidenten aus München immer wieder eine besondere Fahrt hierher. Es ist eine Bildungsreise. Man fährt meistens mit viel Selbstbewusstsein hierher und ist dann beim Rückweg therapiebedürftig. So ging es mir zuletzt im März dieses Jahres, als wir 200 Jahre Unterfranken bei Bayern gefeiert haben, in Würzburg in der Neubaukirche. Und ich war wirklich gut aufgelegt und selbstbewusst. Aber am Ende der Veranstaltung war ich niedergeschmettert, denn ich wurde mit dem großen Selbstbewusstsein aller Redner vor mir konfrontiert. Und am Ende war ich selbst der Meinung, durch diese Reden, dass nicht Unterfranken zu Bayern gekommen ist, sondern Bayern zu Unterfranken. Hat und Sinn fürs Vieh hat, versucht ein Bild sich auszumalen, das er sonst nie hat. Im Stall der Schweine ist Schweineball, man tanzt die Schweinepolka immer noch einmal. Legt die Sau mit ihrem Eber eine Polka aufs Parkett, da wackelt das Kotelett und manches Kilo fett. Legt sich Schweinebauch an Schweinebauch im Takte, das geht beide ins Ragon, ins Gehack. Fragt der Eber an die Sau, bist du heut mein? Sagt sie einfach nur, mein Schatz, heute hast du Schwein.